Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Müssen wir das zeigen? Ja, doch. 75%. Das ist mir zu viel. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht anders schaffen, aber mal schauen. Sind wir die Angreifer oder die Verteidiger? Ich hoffe, wir sind Verteidiger. Weil im Wald mit Kavallerie zu kämpfen ist alles andere als gut. Wir brauchen schön viel Platz. Wir brauchen sehr viel Platz. Wieso haben wir eigentlich so viele... so viele Fernkämpfer. Wahrscheinlich waren die noch übrig. Wo kommen die hin? Ich würde mal sagen, die kommen hier hin und die Leichte kommt ganz außen hin. Also hier muss, die brauchen definitiv keine Unterstützung. Beziehungsweise doch. Ah, hier sind Elefanten, cool. Doch brauchen sie es schon. Und zwar kommen die natürlich nicht gegen Fernkampfkavallerie an. Da brauche ich Unterstützung. Die da kommen natürlich auch nicht gegen Fernkampfkavallerie an, sondern eher die. Deswegen wollte ich die eben unterstützen, aber ja, Elefanten gegen Fernkämpfer ist alles andere als gut. So, muss jetzt aber mal scouten gehen. Ah gut, er kommt. Das ist sehr gut. Das ist gut, dass er kommt. Oder? Schade, er kommt nicht. Er kommt nicht. Das ist blöd. Das ist blöd. Okay. Ich bin offensichtlich der Aggressor. In diesem Spiel. Das habe ich ganz vergessen, weil, ja. Das Spiel, ich habe zwischen dieser, zwischen dieser Aufnahme und der letzten habe ich ein paar Tage Pause machen müssen, wegen Arbeit wieder. Und dementsprechend. Okay, aber das ist interessant, dass er seine Fernkampfkavallerie, also die Plankler-Kavallerie, hinten aufgebaut hat und nicht wie sonst hier an der Seite. Also da hat er jetzt nur einen. Wahrscheinlich hat er hier auch einen. Den sehe ich wahrscheinlich nur gerade nicht. So. Während die so langsam rumtraben, zeige ich euch mal die Strategie, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar die Sichel Streitwegen müssen schauen, dass sie, also mit denen will ich schauen, dass ich irgendwie in die Seite komme gegen die Fernkämpfer, die auf jeden Fall zurückgedrängt werden. Die da werden versuchen, die auf beiden Seiten die Speerkämpfer zu malträtieren, sage ich mal. Die Elefanten einfach straight durch. Die Pikiniere werden auf jeden Fall hier die hier werde ich meine Base haben, sage ich mal, also mein Zentrum, das ist das Wort, und dementsprechend werde ich versuchen
Ich muss halt versuchen, mit den Charges, also mit dem Angriffen von meinen Einheiten, muss ich versuchen, auf freie Flächen zu kommen. Also so die Streitwegen, die können nur hier irgendwas machen. Im Wald sind die natürlich ein bisschen low. Ja klar. Beziehungsweise die kommen halt kaum voran. Da muss ich mal schauen, wie ich es schaffe, ihn vielleicht in die Falle zu bringen. Ich gehe mal einfach mit denen vor. So hier hin. Sind alle frisch. Jawohl. Okay, die gehen hier hin. Die gehen dahin. Jetzt mache ich mal normale Geschwindigkeit, falls er einen Ausfall macht. So. Gut. Dann geht ihr mal in Phalanx. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Der kann schon angreifen. Ja, der hat natürlich Steinschleuderradar. Okay, die gehen dahin, die gehen dahin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Königliche Feldmasten. Steinschleuderer! Die gehen dahin. Die gehen ein bisschen vor, die gehen nach da. Die gehen hinten hin. Die gehen nach da. Die gehen jetzt vor. So. Ja, da habe ich ihn ein bisschen zusammengestaucht. Das ist natürlich super. Das ist das, was ich wollte. Unser General wird angegriffen. Schnell. Und ihr wuschelt mal einfach durch. Ihr geht hier. So, Elefanten bitte mit Trampeln. Ah, ihr wartet aufgehalten. Das war klar. Wendet sich zu unseren Gunsten. Na komm. Ein da. So, dann schauen wir mal. Alter, wie die einfach durchrasen, ne? Nein. 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 Achso, okay. Ja, da, okay, früher gab es nämlich Friendly Fire. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Gut, das heißt, alle anderen raus da. Ja, wobei, nee, da ist der. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! So. Den General hole ich mir noch. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Die werden hier noch. General ist. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, dahin. Ja, okay. Gut. 300 Verluste von 1700. Ja, naja. Ja, geht. Die da. Ja. Einmal durchgefahren oder zweimal und schon machen sie ein bisschen Damage. Ein bisschen heftig. Ich habe einen Elefanten verloren. Das ist sehr unpraktisch. Das ist nicht gut. So. Das ist nicht gut. Ach du, schade, du wirst bald sterben. Aber, Alter, der ist 85 geworden. Junge, Junge, Junge. Okay, ich versuch mal, so schnell wie möglich hier hinten hin zu... Wieso da hinten? Ich kann sie auch einfach hier hin tun. Weil hier ist nämlich, sind nämlich die Ställe. So, ich habe noch 600. Der ist gerade hier rein. Ach. Gut, dann gehst du mal hier hin. Mit dem kann ich noch nichts machen. Und ich glaube, das war's. Genau. Gut. Ja, jetzt. Ja, ich wette, ich komme da zu ihr auch nicht hin. Das nervt halt wirklich so. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag hegen. Niedrig. Gibst du mir Geld? Ja, dann nicht. An sich hätte ich das annehmen können. Aber ja, einfach so wollte ich es jetzt nicht. Schau, die kann einfach hier hin. Ja. Elefanten sind halt schneller als... Ja, nee. Elefanten sind... fast so schnell wie Pferde, oder? Schneller. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Weil Elefanten sind mega schnell. Gut, die wollte ich eigentlich jetzt hierhin wegschicken, aber... da sind ein paar Gegner. Den könnte ich ja... Warte, was wollte ich mit dem... Den da, ne? Ja. Ich habe ja gerade überlegt, ob ich mit dem noch einen Elefanten bauen kann und... oder rekrutieren und ihn das dann geben kann. Oder soll. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich glaube, ich gehe hier nach Jerusalem. Level 2 ist es. Ich glaube, ich gehe da mal nach Jerusalem und versuche den umzubringen. In Bewegung. Ja,
Also, das wäre natürlich sehr gut. Edessa. Oh, gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Ach, schon wieder zu wenig Geld. Gut. Das war's jetzt erstmal. So. Wenn eine Marine nochmal vorschlägt, Frieden zu machen, werde ich es annehmen. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den... Ja. Also, Saba, ist an sich egal, weil die greifen ja nicht wirklich an. Oh, das ist gerade nett von ihm. Oh, der hat noch eine... Mein Volk ist stolz. Das? Und eures ist es auch. Doch. Ja. Rodders. Mission fehlgeschlagen. Ruf zu den Waffen 4. Ew. Das wäre sogar ganz cool gewesen. Naja, egal. Okay, der hat hier jetzt. Das ist auch so eine Armee, die ich sehr schön vernichten kann. Ja. Aber will ich das jetzt schon? Aber nicht, dass er hier die verbindet. Das ist schwierig. Also hier oben, also die Armee brauche ich auf jeden Fall nicht mehr hier oben. Die wird mal im gewaltigen Marsch hier hingehen. Ja. Warte, nein. Oh Gott. Ich will denen keinen Elefanten mehr geben, weil dann kann die nämlich nicht mehr angreifen. Ja. Kommandant? Die werde ich dann gleich angreifen. So, hier gibt es noch Nahrung. Boni zum Nahrung beschaffen. Hier mache ich das mal und schon wieder kein Geld. Gut, dann werde ich es mal probieren. Zwei, vier gegen 1-7. Ich hoffe, das Gelände ist nicht so, so schlecht. Also er sagt, dass ich wahrscheinlich 60-70% verliere. Okay, die Streiter, das sind nur 80. Also wahrscheinlich nur die Generalseinheit. Nebel. Nebel ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut, weil nämlich die Fernkämpfer sind dadurch ein bisschen schlechter. Natürlich können die sich dann besser tarnen. Oder also ich sehe sie später. Aber das finde ich in Ordnung. Okay. Ich mache die gleiche Aufstellung wie davor. Und zwar habe ich halt hier jetzt nur zweimal Elefanten. Der kommt hier hin. Sehr schwere Schockkavallerie. Ja, okay. Okay. So. Wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin, machen Ding an und los geht's. Ich muss wieder selbst vorgehen. Weil er wird da stehen bleiben. Es nähert sich feindliche Unterstützung.
Abgesehen davon, dass er ja nicht der Aggressor ist, sondern ich. Ich versuche natürlich wieder, ihn zu umkreisen. Was hier ziemlich schlecht ist. Also das ist natürlich für ihn jetzt perfekt. Also perfekter wäre, wenn der Wald so einen Halbkreis machen würde und er sich darin bewegen würde. Das wäre natürlich wirklich perfekt für ihn. Aber er versteckt sich anscheinend komplett im Wald. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, das ist sehr merkwürdig. Also, ja, merkwürdig, nicht unbedingt. Es ist halt typisch für die KI. Also, im Wald ist die Geschwindigkeit nur 70% und die Kavallerie greift natürlich nicht so gut an, weil mit 70% ist natürlich nicht 100%, haha. Aber vor allem, ist es halt so, dass die Kavallerie-Charges im Wald natürlich nicht so wuchtig sind. Ist ja klar, ne? Nicht. Und die sind dann nicht so flink. Also im neuen Total War, also wann sehe ich die denn? Im neuen Total War, also Troja, ist es natürlich krasser. Also da bekommen die Streitwegen unglaubliche Mali. Ja, das ist ja klar. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Zu euren Diensten. Streitwagen! Zu euren Diensten. Kicken bereit. Okay, der ist jetzt schon ein bisschen aggressiver. Befehle. Unser General wird angegriffen. Hier fahre ich einfach mal rein. Oh, ich hab jetzt aus Versehen die alle. So, die da bitte hier rein. Die da machen das schon. Der feindliche General ist jetzt schon tot. Das ist ja krass. So, hier in den Rücken bitte. Mal so. So, bitte auf die schöne Boni drauf hacken. Hier geht hier dagegen. Und du da und los geht's. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, Elefanten. Wo sind die Elefanten? Da. So. Streitwagen, bitte los. Immer in... Also das ist nicht der Streitwagen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Wo ist noch ein Streitwagen? Da ist ein Streitwagen. Schön immer durch. Mal einfach durchrasieren. Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, das ist halt noch persische Kavallerie. Dagegen bin ich natürlich nicht gut. Dagegen bin ich leider nicht gut. Okay. Die Männer wanken. Welche?
die. Ah. Ja, die Streitwagen, die gegen die Kavallerie gekämpft haben, sind jetzt weg. Nee, die da. Hä? Die. Hä? Warte. Ernsthaft? Wieso ist die Kavallerie weg, die. Das ist komisch. Na egal. So, gut. Dann unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Der feindliche General ist tot. Sehr schön. So, 186. Ja, naja. Alle 2, 8, 2, 5, 2, 8, 1, 2. Ja, die haben schon. Also die hauen schon echt rein. Die da waren auch sehr gut. Die Pikiniere. Gerade so noch behalten. Ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dich löse ich wieder auf. Das ist momentan noch zu teuer. So, du jagst ihr hinterher und du gehst mal hier hin. Ja, der hat jetzt. Da brauche ich eine Spionin. Was sind die? Da ist sie. Die brauche ich mal kurz hier unten. Genau, und dann geht's weiter. So, da oben ist, wenn mich nicht alles täuscht, der geht jetzt kurz vor mich und fängt an zu. Sich einzubucken hat. Habe ich Elefanten? Ich habe, glaube ich, Elefanten. Dann ignoriere ich es, glaube ich. Aber wir spielen wieder zu lang. Der hat Pikiniere. Mindestens 2, wenn nicht 4. Ich habe aber Elefanten. Aber er hat Pikiniere. Also mit denen kann er mindestens 2 Eingänge sehr, sehr gut verteidigen. Sehr, sehr gut. Nee, dann warte ich noch. Dann warte ich noch. Du da. Gibst denen mal einen Kriegselefanten. Und gehst mal hier hin. Okay, der ganze Osten hasst mich. Okay. Und Ägypten. Ägypten ist gerade noch ziemlich groß. Wird aber nicht mehr lange sein. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, ich versuche jetzt wieder regelmäßig aufzunehmen. Gerade ziemlich arbeitsintensiv die letzten Monate. Deswegen verzeiht mir, wenn ich mal ein, zweimal wieder das verpeile. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt wieder normal weitergeht. Gut, danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Bye, bye.